Leif Schülerinnen und Schüler, Leif Älteren, mein Name ist Uschi Spichal, ich bin Deutschprof am Athénée und ich bin am Team von den Regionen von den ZJEMen hier am Athénée. Und ich wollte euch heute ein bisschen vorstellen, was als Arbeit hier am Athénée auf den ZJEMen ausmischt. Also für dich sind wir ein Team von Regionen, die schon lange zusammen schaffen. Das heißt, die Region hier, die haben alle Erfahrungen an ihrer Arbeit, auch als Profen sind sie schon lange hier an der Schule. Und wir sehen uns regelmäßig, und tauschen uns regelmäßig aus, planen Sachen, und diskutieren, was so auf den ZJEMen geschieht. Und von daher sind wir wirklich ein Team, das wirklich schon viel Erfahrung hat an der Region. Dann ist natürlich der Übergang von der Primärschule an den Lycée in Zeit von einer großen Umstellung für Schüler und Schülerinnen. Und wir wollen euch wirklich du bestmöglichst begleiten. Und wir bieten eine Reihe von Aktivitäten an für Schüler, die dann aber ein Problem haben mit dem Übergang von der Primärschule an den Lycée. Also für dich machen wir für alle Schüler einmal an der Woche eine Stunde Encadrement, nennt sich das. Das möchte den Region, da das meistens mittwochs an der 5. Stunde. Und da gehen Sachen erklärt. Wir schaffen auch so ein bisschen methodisch, wie gesagt, den Schenkheft aus. Wie lerne ich vielleicht am besten Vokabeln an? Wie organisiere ich mich für die Hausaufgaben? An den Encadrement, den geht dann noch vertieft an einer, was wir pas à pas nennen. Das ist ein Methodentraining, den findet dann während der Allerheiligenvakanz normalerweise statt. Und da gehen Einzelprofen von den verschiedenen Fächern nochmal detailliert drauf an, wie ihn du am besten schafft, wie ihn Engprüfung für berät, wie ihn sich über die Woche überhaupt organisiert, mit den Hausaufgaben. Spezifisch dann noch für in der Prüfung, weil wenn dann die Prüfungszeit, an, wenn dann 3, 4 Prüfungen an der Woche zusammenkommen, dann muss ich ihn schon so ein bisschen planen, dass das ganz doch gut läuft. Dann haben wir, und da sehen wir dann so bis Allerheiligenvakanz, sehen wir schon so ein bisschen, wo die Schüler stehen. Und da das auch das spezifisch hier am Athénée, wir haben einen Cours d'appui intégré. Den hier steht also am Stundenplan integriert an, für die Hauptfächer Französisch, Deutsch und Mathematik haben wir diesen Cours d'appui intégré. Und dahin gehen dann Schüler vom Conseil de Classe geschickt. Und da sind auch erfahrene Profen, und genau wirklich die Schüler dahin geschickt, die Probleme haben. Die anderen Schüler, dann die im Moment okay Problem haben, was sich auch immer kann ändern, die haben dann Atelier. Das heißt, die haben dann Bleu, Blanc, Rouge, da geht ein bisschen mehr am Französischen geschafft. Sie haben Education Artistique, Sport, aber sie haben aber auch Theater, auch Engagement humanitaire. Also auch ein Atelier, weil wir halt als Schule auch da ganz aktiv sind. Und die Cours d'appui intégré, das ist nicht nur Deutsch, Französisch, Mathematik, aber wir haben im Moment auch Methodentraining, also nochmal ganz spezifisch für Kanner, die sich da schlecht zu organisieren wissen, mit Hausaufgaben, mit Lehren für eine Prüfung. Und wir haben auch zum Beispiel Theater, also für jeden, den sich nicht traut, am Kur etwas zu suchen, zu schwätzen, ein bisschen scheiers. Da haben wir Aktivitäten von einer Theater, Didaktikerin nennt sich das, die dann Schüler, flott Sachen mit den Schülern möchte, damit sie sich ein bisschen mehr trauen, etwas auch am Kur dann halt so mal zu suchen. Und dort tun wir, wie alle Schulen, denke ich, den normalen Cours d'appui, den dann mindestens auf Freitags an der Mittagsstunde dann stattfindet, wo ich punktuell kann hingehen, wenn ich gesagt habe, ich habe ein Problem an der Mathe, ich habe etwas nicht richtig verstanden, dann kann ich dort 2, 3 Mal hingehen und dann ist der vielleicht auch dann an der Reihe. Dort tun wir dann noch den SOS-Point, wo ihn kann man Schüler schaffen aus dem Cycle Supérieur, die dann den Schülern von ZJEM, CJEM dann mal auch können helfen. Da kascht zwar, das ist aber auch nicht so schrecklich daher. An mir hun, an das auch etwas, was hier, wo viel Wert drauf gelöst geht, mir hun ein Tutorat.
Es sind auch Profen, die sich bereit erklärt haben, wirklich mit einzelnen Schülern dann zu schaffen, die Probleme haben, die vielleicht auch über das rein Wissen, Wissenvermittlung, Lehren dann rausgehen, die aber Schüler oft daran hindern, dann wirklich auch Erfolgreichheit zu sehen. Du gehst mir auch betreut von enger Madame von der Uni Trier, die als dann noch du unterstützt, wenn mal Sachen sind, wo wir auch nicht vieren kommen. Also eine ganze Gruppe von Professoren, Professorinnen, die den Tutorat haben und dann einzeln mit Schüler schaffen, für sie wirklich dann auf den richtigen Weg zu bringen, für Hai die Lebenszeit dann noch erfolgreich auch zu bestehen. Wie gesagt, wirklich, die geht halt wirklich nicht allein gelassen. Wir bieten wirklich ganz, ganz, ganz viel Hilfe und auf verschiedenen Niveaus. Mir war wirklich Voraussetzung, dass auch dass Schüler Willen halt lernen, dass sie Willen Verantwortung überholen für das Lehren. Und dann können wir ihnen noch wirklich helfen. Merci.